Ja, hallo und herzlich willkommen zu Stranded Deep Tag 2 heute. Und ja, dunkel, ne? Ein bisschen. Ist halt die Waldfee. Wie gesagt, ich habe wieder keine Ahnung. Ich tappe vollkommen im Dunkeln. Zumindest habe ich mir mal so ein paar Nahrungsmittel gemacht. Ich habe auch jetzt eine Karte. Oder was man so Karte nennen kann. Habe ich mir mal in so einem Forum einen Mod gesucht, weil das doch recht bescheiden ist, was die Navigation angeht. Ich habe ja festgestellt, dass die Inseln im Hintergrund eigentlich nur Bitmaps sind und nicht wirklich die eigentliche Insel darstellen. Entsprechend bin ich im ersten Teil fröhlich drauf losgepaddelt und musste dann ganz schnell feststellen, dass ab einer gewissen Entfernung Insel einfach ausfadet. Dumm gelaufen. Jetzt mit dem Kartentool. Hervorragend sehe ich da oben. Da ist nämlich die erste Insel, wovon ich gekommen bin. Und da liegt nämlich auch noch massig Material, was ich mir eigentlich noch holen wollte. Dementsprechend warten wir mal kurz noch die Nacht ab. Und dann paddeln wir da mal rüber. Brauche ich ja eigentlich so nicht. Ja, wie gesagt, das ist einfach nur ein ziemlich cooles Gimmick, die Karte. Das ist nicht wirklich schön, aber funktionabel. So, wofür ich einen Hammer brauche, ich habe immer noch gar keine Ahnung. Weiß ich nicht. Zumindest Nahrung wird mir vorher nicht ausgehen. Wasser vielleicht doch. Muss ich mal gucken, dass ich vielleicht einen Eimer oder so finde. Meine ich, die einer meiner Zuschauer hatte mir den Tipp gegeben, dass ich doch Wasser abkochen könnte. Und ja, das wäre natürlich so ein Eimerhalter nicht verkehrt. Was ich auch nicht besonders schön finde, sind die ganzen Campfire-Fragmente, die hier so rumoxidieren. Ich weiß auch nicht, ob man die ausbuddeln kann oder sonstiges. Wie gesagt, ich habe da absolut gar keine Ahnung von. Aber nichtsdestotrotz. Also mit dem Campfire-Dinger muss man ja was machen können, ne? Rausbauen. Gehen noch zu dem. Okay. Gehen noch mit zu den Sticks. Midnight quasi. Aber eigentlich müsste ich mir dann ja auch sowas wie eine ausprobieren. Was wie eine Fackel bauen, eventuell. Allem Ding mit. Doch auch genau ein Lashing-Ding. Palmwedel. Was zum Zusammenbinden. Gibt keine Fackel. Noch ein Palmwedel. Noch so ein Ding. Ist halt zu holen. Ja, keine Ahnung. Also das ist es nicht. Muss da möglichst eine Fackel zu bauen hier. Ja, das ist toll, ne? Urlaub ist super. Aber ich merke jetzt, die ganzen Tage, wo ich jetzt am Stream war, das geht tierisch auf die Stimme. Deshalb bin ich schon die ganze Zeit am Tee trinken.
Aber ist überhaupt möglich bei Stranded Deep eine Highspeedy? Ist überhaupt möglich bei Stranded Deep eine Fackel zu bauen? Das wäre die Idee gewesen. So ein paar Palmdinger, so ein Stock und dann was zum Drumbinden. Anzünden, Fackel. Scheint wohl nicht so zu sein. Ich habe Material genug, weiß aber gar nichts damit anzufangen. Eine Fackel wäre echt nicht schlecht. Wie die kommen. Gehen wir ran. Was? Geht nicht. Na gut. Also muss man, andere Frage an die Zuschauer. Diese Fragmente des Campfires, kriegt man die wenigstens weg? Gibt es eine Schaufel oder sowas? Nerven doch arg. Da kann man das irgendwie wieder aufrüsten. Kann auch nicht weg. Kann man da Holz oder so reindrücken wieder, weil das kann die nicht die ganze Insel voller Campfires packen. Los. Ein bisschen so auf eure Hilfe angewiesen. Eine Idee? Okay. Also normales Holz. Dick. Okay. Einverstanden. Also kann man die wieder aufbauen mit Stickies. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Das ist natürlich interessante Sache. Und warten, bis das hell ist. Da hatte mir doch, ich glaube, das war sogar du, Speedy. Hi. So, Tre. Vielleicht. Entschuldige, wenn ich es falsch ausspreche. Von wegen hier so ein Crusade, so ein Lagerfeuer-Dingens. Ersatz-Moped wäre auch noch schön. Aber ich wollte erstmal rüber zur anderen Insel und mir da mein restliches Material holen. Ich weiß jetzt ja, wo sie ist. Das brauchen wir nicht. Das können wir mal hier lassen. Solchen Messer. Ach, Feuerzeug brauche ich glaube ich auch nicht. Mal rüber. So, was ist denn los, Kater? Hm? Du bist doch schon wieder nur hier unterwegs, damit ich dich auf den Schoß nehme. Kenn ich doch. Mal. So. Also, zu der ersten Insel, meine Hauptinsel, in die Richtung. So. Könnte vielleicht doch nicht aus dem Boot rauslaufen. In die Richtung 500. Also, ich verstehe nicht, wie die. Ich weiß, es ist toll. Wie man da keine Karte einbauen kann. Zumindest nicht mal ansatzweise eine Karte. Wie soll man sich denn da zurechtfinden? Weil die Inseln sehen wirklich. Technisch von der Ferne immer geht's noch immer gleich aus und Orientierung ohne Kompass und hast nicht gesehen geht auch nicht. Wenn man zumindest mal eine Uhr hätte, eine Analoguhr, dann könnte man sich eventuell nach der Sonne richten. Kennt man ja, Sonne und kleiner Zeiger, großer Zeiger, Norden, Süden und so weiter. Geht hier aber auch nicht, da Digitaluhr. Wort essen. Karte. Ja gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen cheaty hier. Deshalb mache ich die glaube ich auch nochmal aus. Ich möchte ja nicht wissen, wo die Wracks und so liegen. Das will ich selber finden. Nur halt für die grobe Richtung der Inseln, die ich besucht habe, beziehungsweise noch nicht besucht habe, ist das eigentlich gar nicht mal schlecht. Karte, du ziehst ab. Vernünftig.
Das kann ich das Menü auch mal ausprobieren, wann es denn wirklich so ist, dass die Insel aufploppt. Na doch, da war's. Auch von der Entfernung sehen die beiden unterschiedlich aus. Obwohl ich auch nicht glaube, dass die, also zumindest bei der Insel, dass die Entfernung, wenn man auf der Insel ist, so kurz erscheint. Wenn das falsch meißen und dann noch drei Sticks und ein Seil. Einverstanden. Wir gleich mal aus. Wie die hier unser Granite Deep Experte. Genau, das ist meine Startinsel mit dem Schiffswrack vorne dran. Habe ich nämlich auch noch Material liegen. Und sieht man schön, dass die beiden Inseln im Hintergrund, also diese und diese, identisch aussehen. Die eine ist nur ein bisschen näher dran wahrscheinlich. So, was haben wir denn hier? Das hier mit meinem Nahrungsmittel. Kurz. Komm. Kurz essen, wenn wir gerade eh hier sind. Oh, besser. So, die Steine. Die Palmwedel nehmen wir mal mit. Und ich glaube, ich sollte eher auch noch mitnehmen. Ja, die Steine mitnehmen. Oh, die Kartoffeln natürlich auch. Nur oh, kein Platz. Dicks, glaube ich, ist nicht das Problem. Eher die. Eine Kartoffel. Boah, nee, du sollst sie nicht essen. Na gut, mehr geht wohl nicht. Obwohl, ich kann mal gucken, ob ich noch irgendwelche Kartoffeln finde. Ich meine, hier waren nämlich zwei Kartoffelsträucher auf der Insel. Na, schon so neu, glaube ich. Ich glaube, die Pflanzen wachsen. Aber langsam, aber sie wachsen. Nämlich hier diese Yucca-Palme, die ich geerntet habe, die wächst nach. Das ist nicht schlecht. Wo war denn die zweite Kartoffelpflanze hier? Ich werde nämlich meine Sticks hier lassen und nehme nur die Kartoffeln mit. Auf jeden Fall besseres Nahrungsmittel, als dass ich dann nochmal den Umweg über das Wasser gehen muss. Eine Kartoffelpflanze hier gewesen. Na ja, gut. Oh nee, es kann ich nicht. Okay. Warte mal, nehmen wir die mal mit. Zack. Schmeißen die mal da so rein. Theoretisch sollte sie drauf liegen bleiben. War ein bisschen glitchy, aber es sollte gehen. Gut. So, wenn wir die Sachen zurückgebracht haben, kann man eigentlich mal gucken, ob man nicht irgendwo mal tauchen geht. Speer, den ich jetzt habe, um mal etwas Größeres fangen als so komische Sardinen oder irgendwelche Clownfische.
Ja, ist richtig, Sweetie. Zu wenig Platz, das ist mir auch schon negativ aufgefallen. Und man ist ja schließlich kein Muli, ne? Irgendwann ist natürlich auch Feierabend. Und paddeln. Würde ich natürlich gerne trinken, kommt aber nicht dran. Aufhören. Schön wäre natürlich noch, wenn irgendwann dieses Floß auch mal kaputt gehen würde und man sich da so ein, beziehungsweise dieses Raft hier kaputt geht und man sich ein Floß bauen müsste oder so. Würde die ganze Sache bestimmt noch interessanter machen, aber wie ich gesehen habe, saufen Baumstämme ja sofort ab. Auch nicht von wirklich. Man irgendwo reinschmeißt und die schwimmen dann. Okay, da blubbelt was. Da könnte man noch mal hinfahren gleich. Auf jeden Fall kein Wrack zu sein. Ah, blind. So, da ist die Insel. Fahren wir da gleich nochmal hin. Und was mich natürlich auch noch freuen würde, was sie einbauen sollten, ist ein bisschen Seegang. So ein, ist ja wirklich hier nur Ententeich, auch bei schlechtem Wetter ist da eigentlich nicht viel Action. Weiter an Land. Ah, Axe hat's überlebt. So, 6 Steine, sagst du. Um so ein Lagerfeuer-Ding. Muss ich erstmal gucken, dass ich die X loswerde und die Steine. 6 Stück, sagst du. Dafür brauche ich ein neues Lagerfeuer. Vier, fünf, sechs, ja, 2 Sticky sagst du. Blech. Eins, zwei. Fire Pit. Okay. Wo 40 Sticks waren. Kann rausbauen, aber. Okay, können wir die dann so da reinziehen? Glitschen trotzdem noch. Aber ich muss hier mal ein bisschen. 3 und ein Seil, okay. 3. Und ein Seil. Mette Cooking. Ah. Geile Scheiße. Das heißt jetzt, dass ich theoretisch jetzt noch ein bisschen
nichts reindrücken muss eigentlich. Oh, komm. Ja, genau. Ja, das wusste ich jetzt nicht, aber ich habe mir ein neues Lagerfeuer gebaut hier. Den Fix gibt es ja eigentlich hier. Ausreichend. So, okay. Damit hätte ich dann schon mal so ein... und E, das muss ich nochmal üben. Vor allen Dingen erstmal die ganzen Sticks hier erstmal weiter weg. Im Weg. Material hier erstmal. Erstmal beiseite schaffen. Dieses Tastenkombination, da muss ich mir auch nochmal. Messi-Haushalt, alles auf einen Haufen. Potatoes. Einpacken. Das ist ja fertig Nahrung hier, können wir durchaus mal. Was sagt denn die Uhrzeit? Oh, das wird aber gleich Nacht, ne? Und jetzt dann noch rüberfahren? Oder ich könnte es auch sein lassen. Nehmen wir mal den Speer in die Hand. Ach ne, wir müssen. Aua! Fuck! Ich glaube, da hat mich irgendwas an der Hand erwischt. Oder wie sieht das aus? Ja. Wie, das konntest du dir denken? Irgend so ein Fisch gestochen. Das geht bestimmt noch wieder weg. Löwenfisch, okay. Mensch. Kann man eigentlich auch so einen Seestern aufspießen? Habe ich ja Glück, dass es keine Seeigel hier gibt. Ich brauche Antibiotika. Wo soll ich die denn herzaubern? Antibiotika. Moment noch nicht. Mir geht's noch ganz gut. Gut, ein bisschen Durst habe ich, aber... vergessen, es ist zu dunkel. Muss ich ja wirklich erstmal
morgen früh und schauen, dass ich da ein bisschen was an Kundung tätige. Ja, denke ich mir schon. So, wie mache ich jetzt die Automatic Cooking hier? Jetzt in die Hand nehmen. Und da drauf ziehen oder? Woran klebt die Krabbe jetzt da dran, aber so wirklich kochen wird nicht. Die Hand nehmen und dann anhängen. Okay. Das habe ich ja mit den Krabben eigentlich. Okay, ich kann also nur ein Ding pro Lagerfeuer machen. Na gut, das dann noch zu verkraften. Ich immer ein bisschen Wasser jetzt, ne? Das wäre natürlich nicht schlecht. Kokosnuss hätten. Wo auch eine Kokosnuss dran ist. Ich würde eigentlich ungern mein Wasser benutzen. Okay, runterfallen kann man also auch, da bricht man sich nur alles. Nahrungsmittel dahin. Fisch. Ah, hallo, meinte Diegel. Na gut, sagen wir mal so, ich versuche Burner Deep zu spielen. Krieg schon von allen Seiten hier wieder hier Kritik. Weil ich mich an irgendeinem komischen Catfish gestoßen habe da. Jetzt muss ich wieder Antibiotika suchen. Schon mal besser aus. Vor allem Pocken. Pocken, die Pocken über mich. Oh, das geht zurück, meine ich, oder? Bellung. So. Werde ich einfach mal aussitzen. Mehr als dran sterben werde ich wahrscheinlich nicht können. Eigentlich. Ja, das habe ich schon hingekriegt. Also das mit dem Drinkable Coconut, das funktioniert schon ganz gut.
Was man da kann gucken, das habe ich auch noch. Und auch hier mit dem Campfire jetzt habe ich durch Speedy jetzt auch ein Update erfahren und ich muss nicht wirklich 5000 Campfires machen. Erreicht eins, das wusste ich auch nicht. Was denn? Mitternacht durch? Aber dann könnt ihr mal bestimmt erzählen, was ich mit so einem formschönen Hammer hier mache, ne? Den habe ich ja gefunden, ich weiß aber nicht, was ich damit zu tun habe, weil alles, worauf ich den Hammer anwenden möchte, ist Eis. Ich weiß nicht, braucht man den für den Hausbau später oder so? Da könnte ich mir das noch vorstellen, aber ich kann da nicht mal mit Steine kloppen oder so, da geht gar nichts. Ja, habe ich fast gedacht, Hausbau, ja. Okay. Ein paar Sardinen fischen hier. Nahrungsmittel wird es mir nicht mangeln, glaube ich. Okay, die wollte ich jetzt nicht so essen. Obwohl das Problem der Nahrungsmittel eigentlich gar nicht mal so schwierig ist, aber ich gehe so langsam drauf, habe ich den Eindruck. Vielleicht noch eine Kokosnuss trinken. Ach, so eine Krabbe. Krabbe passt noch. Ich glaube, Speedy, du hattest recht. Ich glaube nämlich, dass meine HP-Anzeige runtergeht. Aufgrund der Fischvergiftung, die ich mir zugezogen habe. Mal beobachten. Drei Balken jetzt noch. Sonne geht hier auch gleich auf. Dann mal schauen, dass ich mal weiter rausfahre und dann zum nächsten Wrack oder zumindest mal einen Wrack finde, ob da sowas ähnliches wie Antibiotika zu finden ist. Aber eigentlich könnte ich auch das Zeug da liegen lassen, warten, bis es schimmelt und es dann essen. Das wäre derselbe Effekt, glaube ich. Mir das zumindest auf den Arm schmieren. Gut. Oh, das war ein schöner Grafikglitch hier. Meine Hand schon weggefault an der Stelle. Hat sich die Haut abgelöst. Ja, das macht Sinn, weil nämlich schon wieder mein Trinken runter geht. Was? Such dir den Stein. Ja. Nein. Hochheben. Mit E lasse ich den fallen. Au. Ist ducken. Ach, hoch. Ah, einverstanden. Hochheben. So. So, hochheben. Drücken und dann schmettert den auf den Boden. Ah. Du meinst,
Das kann ich auch mit dem Axt oder mit dem Ding jetzt machen. Da kriege ich ja diese komischen Flint-Dinger raus hier. Die müssten hier irgendwo noch rumfliegen. Da, die Rockshards. Da habe ich ja auch mit meinem Speer gemacht. Ich weiß auch, dass man damit ein Messer machen kann. Lassen wir mal die drei Messer hier, die wir mittlerweile haben. Und dann wir mal die Axt, lassen wir mal hier, das nehmen wir mit, das lassen wir hier. Okay, wenn du sagst, das ist besser als jede Axt, dann wollen wir mal gucken. Nehmen wir mal einen Stick mit. So. Und dann glaube ich hier so ein Lashing. Ja, die Waschanlage. Crude Knife ist es. Die Waschanlage haben wir gestern fertig gekriegt, Speedy. Die funktioniert auch, verbraucht nur unglaublich viel. Verbraucht nur unglaublich viel von dem. Wie nett craften. Da habe ich doch ein Messer. Wo war ich jetzt? Waschanlage, richtig. Haben wir fertig gekriegt, verbraucht unglaublich viel Strom. Ding. Wir kommen mit dem Nachfeuern gar nicht hinterher. Nee, ich nicht zuhören können, Yoda. Bist du ein Crude Knife gekraftet? Das muss reichen. Wenn mich nicht hier noch irgendwas anderes umbringt, von wegen, weiß ich nicht, ob es hier Quallen oder so ein Viech gibt. Vielleicht, wenn ich zurück bin, probiere ich das nochmal. Aber hier war irgendwo noch ein Wassergeblubbel gewesen, wo ich eigentlich mal hintauchen wollte. Könnte jetzt ja cheaten, tue ich aber nicht. Glaube ich schon wieder zu weit, oder? Das war hier irgendwo. Oder auch nicht. Das sieht aus, als hätte sich. Ja. Brennedieb hat sich quasi verabschiedet. Können wir vielleicht nochmal probieren, ob wir darauf warten können, aber ich glaube nicht. Ich doof, habe natürlich nicht gespeichert. Ja, das war's drin, Dieb. Interessant zu sehen, wo es denn. Dürfte jetzt ein bisschen lauter werden, weil das ist auch noch irgendwie ein Problem von Standard Deep, das weiß ich auch nicht. Doof. Jetzt ist das wieder laut und jetzt gehe ich kurz in die Option. Jetzt geht es wieder leise. Das ist sehr seltsam. Wo waren wir denn stehen? Ja, klasse, ne? Habe ich natürlich nicht gespeichert. Das ist natürlich super. Kannst du Schrott nochmal machen. Aber ich bin nicht mehr verletzt. Aha. Also, du sagst mir, ich soll es in Rockschaden nehmen. So, jetzt habe ich in Rockschaden. Und jetzt. Ich damit auf irgendwas draufprügeln oder was? Zum Baum fällen hier, so eine Palme. Nehmen wir diese Palme. Naja. Also da glaube ich, ist die Axt besser. Die Axt ist da doch besser, die braucht ein paar weniger Schläge. Oh, mal das Ding beziehen hier. Eine Palme wiegt ja auch nichts, ne? Wieso hochheben?
wenig unrealistisch, aber okay. So, jetzt muss ich aber erstmal hier den... Stadtlogik. Okay. Muss ich erstmal wieder das Lagerfeuer aufbauen. Hast du gesagt, wie 6 Steine, ne? 3, 4, 5, 6 und da sind meine Rocks mit weg. Kriegt man eigentlich neue Rocks, wenn man hier irgendwie auf diese... Wenn man irgendwelche Steine hier prügelt, da passiert aber irgendwie nichts. Und ein Seil, okay. 3. Ein Seil. Bleiben 2 übrig, warum auch immer. Rein und auch. So. Das hätten wir. Okay, doch. So, jetzt müssen wir wieder warten, bis das hell wird. Mal speichern. Ja, nicht, dass die Erfolge jetzt wieder verschwinden. Ja, Speedy, gestern haben wir eigentlich auf dich gewartet. War eigentlich gedacht, du spielst mit. Nicht auf die Uhr. Auf dem Mond. Ich hab da nur 23:19. Gut. Dann werden wir trotzdem gleich mal gucken, dass wir irgendwie noch was anderes finden, außer Biotika. Danke fürs Followen, Gam. Mario. Ich benutze wie 98% wahrscheinlich alle OBS. Keine Ahnung, ob das Update da ist. Ich habe hier 0.65.1b. Ist aber auch nicht, was man da updaten sollte. Auwahl ist. Ach, du meinst jetzt hier eine Deep mit Update. Kann ich dir nicht sagen, ich stehe eigentlich noch ganz am Anfang und ich weiß gar nicht, ich hab wirklich nicht drauf geachtet, ob da irgendwie sich heute bei Steam irgendwas geupdatet hatte. Das ist 003H3. Da weißt du besser, ob das aktuelle up-to-date ist, aber wie gesagt, ich beziehe es ja über Steam, deshalb denke ich mal, dass das durchaus up-to-date ist. So eine Minecraft-Marotte, ne? Man guckt immer nach oben, wie spät das ist, auf die Uhr zu gucken.
So, morgen wird es spannend, weil ich habe mir ein neues Mikrofon bestellt. Dann mal gucken, ob ich das so hingefummelt kriegt, dass das von Anfang an gleich funktioniert. Weil dieses schöne Ding hier, das T-Bone, war schön und gut. Wie man aber vielleicht hört, hat es einen ziemlich hohen Eigenrauschanteil. Und kommt halt daher, weil es USB ist und war unter Ankauf. Grunde. Weißt du, ich habe es auch auf deiner Wunschliste gesehen. Ich habe dich gestalkt. Ist auch nicht schlecht. Ist ja, wie gesagt, halt noch Alpha, ne? Also es, und man ist, wird ein bisschen allein gelassen, wenn man nicht unbedingt. Es ist drauf, ich hab's gesehen. Wenn man nicht unbedingt dauernd in der Wiki hängen will, ist es schon schwierig, so die Sachen rauszukriegen. Also das hier mit dem Dreibein auf dem Feuer hätte ich von alleine, glaube ich, nicht rausgekriegt. Krabbe essen. Warum? Wie gesagt, da hätte ich nicht rausgekriegt. Auch da. Das Lagerfeuer ging noch, war alleine, aber der Rest. Ja. Wo ich noch nicht mit klarkomme, sind die Tasten. Also mit diesen Q und W hinschmeißen, da vertue ich mich auch immer. Och, Minecraft lässt grüßen. Ich habe da eine Uhr für 4. Und gleich mal ein bisschen tauchen gehen, ne? Einmal tauchen. Die Axt brauche ich dafür, glaube ich, nicht. Die können wir mal hier lassen. Oh. Ja, jetzt sage ich noch oh und dann spätestens nächste Woche bin ich nämlich Audi im Bett. Er kann schlafen. Okay. Jetzt nichts sagen, ich will mal ausprobieren. Also von der Logik her. Nehmen wir erstmal ein paar Sticks mit, ne? Boah, bauen wir. Ne. So, packen wir erstmal hier ein paar Sticks hin. Das Fischding. Was war das? War das ein komisches. Ich hab den doch gegessen. Gut, diesen Regenbogen. Warte, wo ist der? Tigerfisch sollte man nicht essen. Der ist nix gut. Ich hab den gegrillt. Ich hab den gerade gegrillt und ich hab den gerade gegessen. Tigerfisch ist also nicht genießbar, auch selbst gegrillt nicht. Ich glaube, der Archer, der ist genießbar. So. Mal so ein Handvoll Palmwedel. Oh, nehmen wir mal 4 Stück davon. Einfach mal alles zusammenwerfen. So. Bett. Vielleicht noch Steine. Habe. Die Sticks reichen vielleicht nicht. Mal mehr drauf werfen hier. Ah, siehst du? Ah, hervorragend. Mal ein Bett bauen. Schön. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Eher was mit Sticks, den Palmwedeln und ein bisschen
Also diese logischen Sachen kriegt man wie gesagt noch ganz gut hin, aber der Rest ist eigentlich. So, und dann wollen wir mal erstmal wieder speichern. Und dann nur mal rausfahren und gucken, ob wir hier noch was. Einfach mal dezent ein paar Meter raus und dann gehe ich mal ein bisschen tauchen. Vielleicht finde ich ja was. Außer irgendwelche Tigerfische, die mich wieder angreifen. Oh, noch ein Stück. Ich habe schon lange kein Hai mehr gesehen, fällt mir mal auf. Ach, schönstes Wetter hier. So, Sperrau. Boah, willst mich doch jetzt verarschen. Düm, 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 düm. Ne, aber für Multiplayer schon mal für später merken, man kann durchaus das Lagerfeuer sehen. Gucken, wie weit. Mal weiter weg. Ja, das geht. Kann man auch schlafen, während es regnet? Ich glaube nicht, dass ich da unten jetzt was sehen werde, wenn ich das. Ja. Ach, das ist zu dunkel draußen. Raft. Manufacturing Date 604. Ein bisschen älter Gerät. Da will man mal ein bisschen weiter kunden gehen und dann endet das wieder im Regen. Das ist doch scheiße. Aber da kann ich eigentlich mal für kleine Jungs eben gehen, solange das eh noch regnet. Verpasse ich ja nichts. Ihr auch nicht. Könnt ihr euch den Regen angucken und das Lager voll im Hintergrund. Also 2 Minuten Winkelpause. Was verpasst? Ich glaube nicht, ne? Ja, nicht wirklich. Und bei meinem Glück regnet es den ganzen Tag.
Ja, Speedy, wie sieht's denn mit heute Abend aus? Denk mal, mein Versuch von Outlast gestern hast du dir ja schon wahrscheinlich schon angeguckt. Ja, es war wirklich eher nur ein Versuch, es war eher frustrierend. Hab mir Besseres von erwartet. Vielleicht hole ich mir heute noch Black Mesa, das Remake von Half-Life 1. Da liebäugle ich jetzt schon die ganze Zeit mit. Weil Half-Life 1 ist natürlich unglaublich geil. Und jetzt das Remake soll auch wirklich gut sein. Da liebäugle ich noch mit. Werde ich mir vielleicht auch nochmal zulegen. Half-Life muss sein, ne? Geht nichts drüber. Das kann noch nicht. Ja, wieder zurückpaddeln. Also zurück, Marsch, Marsch, die ganze Geschichte. Und nicht Wasser. Keine Kokosnüsse. Nein, da hinten waren Kokosnüsse dran. Oh, Tomat. Potato. Wie immer ich eine Palme hochklettern kann, wenn ich. Okay. Den nehmen wir nochmal mit. Okay, Essen. Okay, das passt. Kokosnusshälfte mit, die auch. Vielleicht noch ein Fisch dabei. Habe. Ja, muss reichen. Jetzt schnellstmöglich raus. Und dann abtauchen, solange das Wetter noch gut ist und wir noch ein bisschen Sonnenlicht haben. Da ist es. Man hat sich ja schon wieder fast gelohnt. So, das Ding raus. Und ab geht's. Das war ganz schön tief, ey.
schon wieder in so einen Fisch reingeschwommen. Scheiße. Gut, mehr kann mir, glaube ich, nicht mehr passieren hier. Ist auch sonst nichts. Dunkel. Oh, was war das? Eine Handgranate. Ja, super. Eine Handgranate. Ich mit der Handgranate auf Walfang gehen, oder was? Durch die Frage. Was sucht eine Handgranate? Aber nee, hier ist echt nichts mehr. Stopp. Oh. Scheiße. Okay, man sollte den Leinenfisch dann auch nicht so anfassen. Am besten diese stacheligen Viecher komplett in Ruhe lassen, ist, glaube ich, gesünder für einen. Fast kann ich ja meinen Arm mit der Granate wegsprengen. Ob hier was? Was Interessantes unten ist. Also gehen wir ganz schön tief runter. Lecker funny. Sieht nicht danach aus. Schwer ich nicht. Im stationären Orbit hier rumpaddeln. Ich glaube hier, ja, da bei dem Wrack war ich schon. Hier ist nichts. Dicker Finn, ja. Aber echt, da bleibt mir nichts anderes übrig, erstmal zur nächsten Insel zu paddeln und zu gucken, ob da eventuell ein Schiffswrack oder ähnliches drin ist, weil hier, so wie das aussieht, ist echt wenig. Dies. Das. Sonnenstrahlen. Noch nix. Die Sonne geht aber auch schon wieder. Ja, geht auch schon wieder unter. Ja, dann würde ich sagen, das nächste Mal, Tag 3, versuchen wir dann mal darüber zu der Insel. Da würde ich jetzt mal mein Boot zumindest mal in die Ausrichtung schon bringen. Also alles mit Stacheln ist schlecht. Lobert aber auch nichts mehr.
So, dann Tag 3, das nächste Mal darüber zu der Insel und dann hoffen wir mal, dass wir da was gegen den Pockenbefall hier finden und davor vielleicht sollte noch was essen. Ja, bist ein bisschen krank, ist ja egal. Das ist schon hin. Ja gut, das soll es gewesen sein für Stranded Deep Tag Nummer 2. Und jetzt im Anschluss kommt. Weiß ich noch nicht, lasst euch überraschen. Worauf ich denn gleich Lust habe. Ich werde mir jetzt kurz was zu futtern machen und dann geht es dann auch schon weiter. Müssen wir mal schauen. Da schaue ich mal, was der Tag noch bringt. Später, Manuel kommt, glaube ich, heute etwas später. Deshalb Minecraft ein wenig spätet heute. Ich mache aber wohl den Server irgendwann nachher mal an. Muss ja zumindest schon mal laufen und ja, dann gleich eventuell mit was Neuem. Mal gucken, was noch so übrig ist. Okay. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.